Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Serious Sam 3. Wir haben jetzt die Schlüssel beisammen, können dann gleich durch die Tür und müssen halt nur noch den Weg zurückfinden. Das heißt, finden können wir den ja schaffen. Da es hier noch einiges an Gegnern gibt. Oh, du bist eigentlich noch relativ fit. Oh. Natürlich kommt auch von da was. So, dann bin ich ganz froh, dass sich die Affengegner beim vierten Teil nicht mehr mit dazu gepackt haben. Die waren halt auch extrem nervig. Oder sind extrem nervig. Ist ja leider auch nicht vorbei. So, die Munition sparen. Da haben wir jetzt auch wieder was. Sehr gut. Okay. Ein Haufen Leute hier. Ah, ihr räumt ja ordentlich auf. Okay, du hast also auch einen Nahkampfangriff, interessant. Ich weiß nicht, warum ihr so geizig hier mit Raketenmunition seid. Das könnten wir so gut gebrauchen. Aber ich habe, glaube ich, in dem Level gefühlt fünfmal Munition gefunden. Das ist halt nicht das Wahre. So, dann versuchen wir es jetzt mal da durchzukommen. Sehr schick. Das ist wirklich. Okay. Hochmoderne ägyptische Stadt. Hier drin sollten wir einigermaßen sicher sein. Ich glaube nicht, dass hier die Viecher irgendwie einen Weg runtergefunden haben, die Aliens. Okay.
Paris is online and spitting out plasma like a... like a... That's amazing! We finally got an actual piece of Syrian tech running. We learned everything we know from reverse engineering, but we've never been able to make any of their stuff work. Oh my god, do you realize what this... Quinn, I'm glad you're happy, but there's a bar stool out there with my name on it. And if I'm not mistaken, we got one more of these things to get running. Oh, right. Sorry. Okay, the other power generator is over in Luxor. Get that spun up, and you can head for the showers. Copy that. Okay. Ganzen Sand auch endlich mal los. In Ordnung. Ist halt die Frage, können wir es einfach wieder raus? Scheint mir fast so. Gut. Gerade schon fast befürchtet, dass er jetzt uns irgendwie weiter nach unten bringt. So, da ist ja noch zu. Ja, sogar sehr zu. Hab ich doch gerade. Oder ist es der andere? Okay. Da, doch noch ein Bosskampf. Ja, dann ist es halt echt schön, dass ich jetzt hier keine Munition habe. Ah, gut, das ist dann etwas netter. C4? Na gut. Okay. Ja, wie gesagt, so ab und zu läuft das da nicht ganz so rund. Das. Geht aber tatsächlich erstaunlich gut mit dem C4. Ah! Du bist tatsächlich dagegen unverwundbar. Hm, okay, dann mach das mit dem C4 tatsächlich Sinn. Ja, also. Und tschüss. Ich darf nicht zu nah dran stehen, weil das dann trotzdem leider mich zerlegt. Trotz Unverwundbarkeit. Okay. Ach, da bleiben nur zwei hängen, oder wie? Scheint mir so. Meine Güte! Das nervt! Bitte, wenn ich Unverwundbarkeit anmache, möchte ich auch bitte unverwundbar sein. Wow.
Sag mal, funktioniert im Moment jetzt gar nichts mehr. Spiel, vorankommen. Wie gesagt, wenn ich Sachen 3-4 mal neu machen muss, ist bei mir die Geduld weg. Dann habe ich echt keinen Bock mehr. Na, endlich. And stay down. So. Mal genug Abstand halten. In Ordnung. Ja, ich glaube, sonst ist hier erstmal nichts von Interesse. Ja, und dann dürft ihr auch... Genau, jetzt haben wir keine mehr, die noch fehlen würden. Sehr schön. Okay, oh, war ich gar nicht so langsam. Vergleich, zum Dings. Dann holen wir uns mal die dunkle Braut. Ah. Ja, jetzt ist mal ansatzweise wieder Munition. Naja, ist halt auch irgendwie nur ein Tropfen auf einen heißen Stein. Mhm. Das sieht mir nach Fallen aus. Ja, oder halt irgendwelche Viecher, die jetzt kommen. Hi. Na, noch mehr davon. Ah, ist klar, dann noch ein Haufen Monkeys. Ne? Dann müssen wahrscheinlich alle erledigen, um hier rauszukommen. Oder auch nicht. Hm. Hätte sein können. Okay, mal schauen, ob hier in der Ecke irgendwas ist. Nicht so wirklich. Okay. Damit kann ich auch gerade nichts anfangen. Wie gesagt, ich habe zu wenig Raketen, dass ich die jetzt hier irgendwo gegenschießen möchte. Ah, nehmen wir einfach mal diesen Schalter in der Mitte. Du gehst auf. Okay. Was hast du geöffnet? Die Tür. Hi. So, noch einer weniger. Noch jemand? Natürlich. Na, den kann ich beim Ausgehen nachher erledigen. Das passt schon. So,
Schön hinterrücks angeschlichen. Ich glaube, hier hinten war ich halt noch nicht besonders viel. Ja, ich habe beim letzten Mal gar nicht drauf geachtet, wie viele Gegner ich erledigt hatte. Das waren jetzt aber scheinbar alle Türen, oder? Ah ja. Genau, dann ab nach draußen. Okay, Munition nehme ich gerne mit. So, da muss ich jetzt ja nicht andere Munition für verschwenden. Hey, triff doch mal. Schon besser. So, das hat aber auch irgendwie kein Ende. Okay. Ich kann natürlich mal gerade nachschauen. Ja, okay. Über 50 haben wir übersehen. Wir waren es davor, bei weitem nicht so viel. Ja. Die ersten haben wir halt komplett gemacht. 1000 Gegner. Dann hoffe ich, dass ich mal ein bisschen was für die dickeren Waffen kriege hier so langsam. So, sehr schön. Dann, hier wohl irgendwo? Ah ja, hier hoch und dann einmal außen rum. Ja, die haben wir auch schon lange nicht mehr. Okay, deswegen wahrscheinlich die Tauschkicker. These guys have seriously lost their heads. Auf jeden Fall. So, cool, cool. Dann ist es auch schon wieder fast zu weit. Gut, wir haben halt lange an den Bosskampf gehangen. Oder verhältnismäßig lange. Du warst es, glaube ich, ne? Ja. Unser erstes Geheimnis, sehr schön. Okay, dann ab nach draußen. Klingt schon wieder nach Monkeys. Naja, hallo Großer.
Okay. Ganz gereicht mit dem Magazin. Ach, Raketen, endlich. Zwar wenig, aber es wird ja so langsam. Okay, dann machen wir hier aber das nächste Mal weiter. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, ihr hattet Spaß, seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.